Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Finlo Kraftstation Autark 600. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese wertige Kraftstation für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Kraftstation unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Der Kauf einer eigenen Kraftstation für zu Hause klingt zwar verlockend, doch du musst natürlich berücksichtigen, dass du hier einiges an Platz brauchst. In einer Blockwohnung kann es wirklich schwierig werden, eine Kraftstation aufzustellen. Punkt. In diesen Fällen könnte der Gang zum Fitnessstudio doch besser geeignet sein. Als erstes solltest du also sicherstellen, dass du genügend Platz für die Kraftstation in deiner Wohnung zur Verfügung hast. Idealerweise hast du also eine Art Fitnessraum in deinem Haus. Grundsätzlich gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Kraftstation hier wirklich gut. Ich bin der Ansicht, dass du einige praktische Übungen hiermit durchführen kannst und auch die Qualität macht einen sehr guten Eindruck. Allerdings würde ich dir empfehlen, eine Kraftstation nicht im Affekt zu kaufen, sprich, wenn du jetzt seit einer Woche irgendeinem Fitness-Instagram oder Influencer generell folgst und der sagt, ja, ich zeig dir, wie du Muskeln aufbaust, du musst halt berücksichtigen, dass Muskelaufbau mega lange dauert. Und außerdem ist die Ernährung eigentlich viel wichtiger als das Training an sich. Ja, also theoretisch könntest du auch Steine heben, wenn du die Ernährung richtig machst. Auch dann wachsen deine Muckis, aber wenn man es jetzt genau nehmen möchte, da sind solche Gerätschaften natürlich schon nützlich, ja. Also nur wenn du weißt, hey, Fitness ist ein langfristiges Projekt, ich will hier regelmäßig zu Hause trainieren, weil dir der Weg ins Fitnessstudio zum Beispiel zu nervig ist oder du das nicht magst, weil da die Geräte immer besetzt sind, dann ist so eine eigene Kraftstation schon eine gute Idee. Wie gesagt, bei dieser hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ich finde, hier kannst du einige Kraftübungen absolvieren und deswegen kann ich diese Kraftstation auch weiterempfehlen. Für die meisten Leute würde ich aber tatsächlich sagen, ist der Gang zum Fitnessstudio doch die effizientere Möglichkeit. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zur Kraftstation werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Denk immer dran, dass Muskelaufbau ein langfristiges Projekt ist. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Erfolg beim Training. Alles Gute!